Moin Moin, meine Lieben, solche der seichten Tomatenunterhaltung, Fridays for Hubraum. Na, ich habe so ein paar Optionen oder sogar so ein paar Erfahrungen in den letzten Stunden hinter mir gebracht. Erstmal hier an biologisch Gärtnern. Ich möchte hier ganz gerne mal meine kleine gerettete Tomatenpflanze zeigen. Das ist sie. Und sie wirft wunderschöne. Ach, die kann ich auch wieder essen. Geil! Ach, cool. Oh, die schmeckt sowas von. Das ist natürlich nicht essbar, aber ich schmecke sowas von natürlich. Total geil. Ja, die habe ich, wie gesagt, am Anfang des Jahres irgendwo hier zwischen meinen Steinplatten, sage ich, ist sie aufgetaucht. Ja, und da habe ich sie rausgeholt. Ich denke so, wow, bevor ich die platt trete, die hole ich mal raus. Ach, hallo Pünktchen. Na, meine kleine Hübsche. Na, ja, ist wie immer beschissenes Wetter. Ja, mal rein mit dir. So, und tja, ich bin auch in der Gruppe, die nächste Option, wie ihr mich kennt, ich springe von einem Thema zum anderen Thema. Ich bin eine Zeit lang in der Fridays for Hubraum Gruppe drin gewesen bei Telegram. Nähere Informationen lasse ich mal außen stecken. Und ich habe so ein paar Anekdoten reingehauen und ja, da gab es das Thema von wegen, ja, wir werden hier bald verrecken hier in Deutschland, das Chaos bricht aus und habe ich so gesagt, ja, urbanen Garten, selbst in der Großstadt könnt ihr Pflanzen anbauen. Und da habe ich so die Thematik in den Raum reingeschmissen von wegen Detroit City. Detroit City, die Jungs, die Menschen, die dort in Detroit City leben, gehen wir jetzt wieder in die Wohnung rein, weil es wird draußen ein bisschen kalt. Selbst die Amerikaner, da muss ich sagen, ich bin jetzt kein Freund von den Amerikanern, aber den Städtern, also den Detroit-Städtern, muss ich sagen, die haben es echt auf die Kette gekriegt. Die haben es echt geschafft, sich grüne Grünflächen, oder generell, die haben es echt auf die Kette gekriegt, sich da was aufzubauen. Und dann habe ich das halt in der Fridays for Hubraum Telegram-Gruppe reingeschrieben. Ich bin ein bisschen kein Hard Thinky, THINKY, ist einer der Members dort, also der Commander dort. Und ja, der hat mich dann halt er wollte mich rausschmeißen, ich bin aber freiwillig gegangen, weil ich habe gemerkt, die Leute sind nicht bereit dafür. Hauptsache amerikanische Autos fahren und nicht verstehen, was wirklich da los ist. Und ich habe mich lange Jahre, seit 10 Jahren beschäftige ich mich damit, wie es in Detroit City ausschaut. Und wir hier in Deutschland begreifen einiges nicht. Die begreifen einiges nicht. Überhaupt ganz und gar nicht. Selbst in der Großstadt kannst du etwas anbauen. Das habe ich den Leuten da auch versucht zu erklären. Ich habe erklärt, wie ihr auf dem Land leben. Ich habe ihnen versucht dann zu erklären, was ihr machen könnt. Und klar, wie es halt so ist, als anders der Inhaber bekommst du, kriegst du voll eins in die Fresse. Ich werde so richtig niedergemacht. Da bin ich absolut klargekommen. Ich habe mich auch immer versucht, Also ich bin immer reell dabei geblieben. Ich bin nicht ausgerastet, immer ruhig geblieben. Naja, und wie ich halt in solchen gewissen Communities kenne, Jacke wie Hose, ob ich jetzt Fridays for Hubraum, Fridays for Future, es sind zu viel Faschisten da drin. Was heißt Faschismus? Ich habe kein Problem mit links oder rechts. Faschisten sind das große Problem. Die euch eine Meinung aufdrücken wollen und dann das Geniale, das Schöne, was man dann versucht, ihnen zu erklären, nicht annehmen wollen. Davor habe ich Angst, nicht wie ich Angst, damit habe ich ein Problem. Vor Faschisten. Es sind nicht die Rechten oder die Linken. Es ist der faschistische Grundgedanke, der einen dazu zwingt, eben das zu tun, was ihr nicht wollt. Ja, und das haben die Jungs auch nicht begriffen. Ja, nicht alle. Ich muss da sagen, ich meine, es ist eine schöne Gruppe gewesen. Es waren echt einige aufgewachte Leute dabei. Ich will jetzt keinen hier auf dem über den Hut kamen scheren, sag ich mal so. Es waren da echt gute Leute dabei, mit denen habe ich gute Gespräche gehabt. Aber ich bin, wie gesagt, freiwillig rausgegangen, weil die Leute waren nicht bereit. Sind nicht. Hauptsache Amerikaner fahren, ja, ich bin deutscher Michel, oh, ich fahre jetzt ein amerikanisches Auto, ich bin so der Superheld, ich fahre jetzt hier einen Dodge Charger Hellcat Motor, oh, ich bin so geil. Wer aufmerksam, ja, ich meine, die Abonnenten, die mich gewissermaßen aufmerksam verfolgen, die wissen auch, dass ich auch leider einen Amerikaner fahre. Was heißt leider?
Ich fahre ein amerikanisches Auto, ist ein Chrysler Neon der zweiten Generation, Facelift, den ich versuche am Leben zu erhalten, aber er wird demnächst verkauft, weil der rostet mir vom Arsch weg und es lohnt sich einfach nicht. Gut, ist eine andere Thematik, da möchte ich auch nicht weiter drüber eingehen. Die Franzosen können auch kein Auto bauen. Ach, ist ja Jacke wie Hose. Nur halt der Faschismus, der ist ein kleines Problem. Ne, das Aufzwingen der eigenen Meinung der anderen und das habe ich jetzt gerade wieder. Ich bin aus so vielen Gruppierungen rausgeflogen aufgrund meiner Ansicht, meiner Meinung. Und ich muss sagen, ja, ich weiß, ich bin halt relativ knallhart in einigen Dingen. Ich bin frei Schnauze. Ich weiß aber, mich auch gewissermaßen zusammenreißen zu können. Ich kann das auch, ohne Frage. Und naja, ich habe es auch da im Guten versucht. Und ja, dann habe ich natürlich absolut megamäßig Gegenwind bekommen. Ja, und bevor die mich rausschmeißen, ja, mache ich mich lieber selber vom Acker. Besser hieß das. Tja, mehr gibt es aber hier hinzuzufügen. Was heißt letztendlich? Letztendlich, seid euch selber treu. Seid euch selber treu. Liebt, habt Respekt vor der Natur und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich meine, wie gesagt, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, was Sache ist und so. Und da würde ich sagen, tschüss, bis denn dann.